Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Diablo 3. So, wir werden noch mit dem Hedrich noch eine Runde quatschen. So, Hedrichs Großvater. Ich möchte mehr über euren Großvater wissen. Er diente König Leoric? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte zu der Zeit mit meinem Vater in Caldeum. Wir haben gehört, dass mein Großvater bis zum Ende in Tristram blieb und versuchte, Leben zu retten. Keine Ahnung, ob es ihm gelang, aber so ist es eben. Als der Skelettkönig fiel, lag mein Großvater durch eine Schwertwunde tödlich verletzt im Sterben. Er hat die Krone mit in sein versiegeltes Grab genommen, um sie sicher zu verwahren. Man muss stark sein, um sich gegen die Dunkelheit aufzulehnen. Ich bin dankbar für das Opfer eures Großvaters. Dann war der das, also dieser Kanzler, ja? Mira Ämon, das ist wahrscheinlich die Frau. Ich sehe, dass die Dorfbewohner um ihre Toten trauern. Ihr jedoch nicht. Wie kommt es, dass ihr allein vom ungeformten Land wisst? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ihr habt mir einen Gefallen getan und dafür bin ich dankbar. Aber ich will nicht über meine Frau reden. Ah, ihr begrabt eure Tränen. Hört, wenn ich euch sage, dass ich verstehe. Vor langer Zeit, bevor ich eine Kriegerin wurde, starb meine kleine Schwester an einer furchtbaren Krankheit. Lange Tage konnte ich nicht schlafen. Ich konnte nicht essen. Die Geister flüsterten und sangen zu mir, bis meine Tränen getrocknet waren. Sie singen noch immer für mich. Und ich lächle, wenn ich meine Schwester unter ihnen höre. Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ich will nichts über euren Glauben oder eure Geister hören. Wenn ihr nichts für mich zu tun habt, lasst mich einfach in Ruhe. Der ist aber unhöflich. Kann der hier so herstellen? Habe ich hier angelegte... So, haben wir das repariert. Sehr gut. So, Waffe schmieden. Und die Stufe 15. Was sind wir jetzt für eine Stufe? 11. Hier ist 5. Da haben wir gerade 12. Hier ist 10. Langdolch. Das bringt uns aber nichts. Hier Stufe 5. Das können wir aber nicht gebrauchen. Hat er noch irgendwas anderes? Jelbit, Stufe 5. Stufe 15. Das können wir auch nicht gebrauchen. Was ist das hier? Rüstung schmieden. Handschuhe. Stufe 15. 15, okay. Vier zufällige magische Eigenschaften. Naja. Reparaturen, Ausbildung. Erhöht die Maximalstufe von hergestellten Gegenständen von 15 auf 20. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, der hat ja nichts weiter. Nee. Dann werden wir mal mit Dickert. Die Krone befindet sich in meinem Besitz. Zeigt mir den Weg zum verlorenen König. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Die Seuche des Skelettkönigs verpestet das Land. Ich werde ihm ein Ende setzen und den Stern finden. Gut, was ich jetzt aber gucken will, ist erstmal, ob die jetzt hier neue Tagebücher haben. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Buch, aber kann ich das doch nehmen? Jawohl. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Aber vielleicht will ja Lea selber... ja, kein anderes Leben führen als dieses. Warte mal, wollte ich hier noch irgendwas? Nee.
Schuhe können wir. Ach so, die wollte ich ja jetzt ja nicht. Nee, die wollte ich eigentlich nicht. So, wollen wir mal hier hingucken? Hier ist noch ein Buch. Ach so. Weißt du, was hat nichts gebracht. Und das auch nicht. Lea hat auch nur für uns. Okay. Da ist ja nur was Neues, wenn jetzt, sag ich mal, dazu floppt. Ich habe ein Hab. Das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Stufe 8. Guck mal, ich habe jetzt hier Stufe 8. Und ausgerüstet ist Stufe 3. Und trotzdem ist das, was ich ausgerüstet habe, höher als... Ne, obwohl, warte mal, nee, da sind mehr Attribute drauf. Angriffsgeschwindigkeit, 3 Leben pro Treffer, 9 Vitalität. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Getötete Gegner gewähren 2 plus 2 Erfahrung. Da haben wir was eins. Und Gold und Heilkugeln gesammelt. 2 Meter. Das ist erstmal. Ja, nehme ich doch mal das. Werden wir uns mal gönnen, weil wir haben 12.000. Mal ehrlich. Komm, nimm mal. Dann rüsten wir das gleich aus. Und dann können wir den hier erstmal hinfort mit dir. So, was haben wir hier? Plus 6 Geschicklichkeit. Ja. Was habe ich denn hier noch? Einen Gürtel haben wir noch. Den könnten wir vielleicht. 4, ne. Hier ist noch 8. Schild können wir nicht benutzen. Und die Haube wollen wir nicht benutzen. So, gut. Dann würde ich sagen... Rennen. Wir müssen zum Garten. Aber erstmal, ihr wisst ja. Well. Kann ich hier irgendwie, warte mal. Gut. War das letztes Mal auch schon da? Das war doch letztes Mal nicht da. Ach, jetzt kommen wir da unten drin. Okay. Sieben Gegenstände zerstört. Alter, ich kann hier die Lichter ausmachen. Geil. Alter. Die Kathedrale. Ebene 2. Meine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Na, wann ist denn das hier voll, sag mal? Sehr gut. Können wir uns das noch holen? Alter, das ist Schwierigkeitsstufe schwer. Wir könnten sie jetzt höchstens noch reduzieren, aber... Na, warum? So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir hier natürlich neue Handschuhe gekriegt. Brauchen wir nicht, ist schlechter. Ist alles nur Crap. Mr. Krabs! Brauchen wir alles nicht. So, ich würde mir mal anders hinsetzen. Warte mal. Gut, weiter geht's hier. Help.
Alter, wie abgefahren. Das sieht schon beeindruckend aus. Ach, verdammt, nein. Ein bisschen Money. Wir dann gleich mal hier in den Raum gehen. Alter, hat ein Teil gekriegt. Ein legendäres Schwert. Zweihand, wa? Ne, einer. Einhand. Alter, krass. Was ist das hier für ein Pudel? Oh, ich hab bloß noch zwei Hunde, kann das sein? Nee, das ist der dritte Hund, okay. Alles in Ordnung. Alles gut. Ups. Manchmal drücke ich irgendwie die hinterste Maustaste, weiß nicht. Seitdem ich die neue... Noch nicht bereit. Ja, siehst du, jetzt kann ich das nicht. Jetzt. Oh, cool. Euer Untergang ist besiegelt. Geil. Voll krass, Alter. Meine Kraft wächst gewaltig. Mir wächst hier auch gleich was. den? Nee, Quatsch. Guck mal, hier was Neues. Befehlt einen Geist, einen Gegner heimzusuchen. Stirbt der Gegner, sucht der Geist ein weiteres Opferheim. Ah, das ist ein bisschen... Warte mal, kann es zwar annehmen. Was haben wir hier? Zombiehunde? Ah, eure Zombiehunde erhalten einen ansteckenden Biss, der Gegner vergiftet. Alter, ich werde hier auf Zombiehunde bleiben. Aber sowas von, Freunde, sowas von. Seelen... Seelenernte, ja. Was ist das andere hier? Wand einen eurer beschworenen Zombiehunde, sodass... Das explodiert, ne, das ist nicht Massenverwirrung. Verwirrt Gegner, sodass sie für euch kämpfen. Na, das ist schon geil. Also, das. Darauf arbeiten wir hin. Level 22, okay. Oh. Alter. Voll die grünen Viecher. Ich werd nicht mehr. Hallo? Würdest du vielleicht mal. Ist das heftig? Das Spiel, das macht so was von Laune. Okay. Mach ruhig. Warum auch nicht? Hier ist noch einer zum Angrabbeln. Braucht mehr Zeit. Thank you.
Das geht wirklich richtig gut ab hier, Alter. Dieses Blasrohr hier, top. Diese Kreatur wird sterben. Noch nicht bereit. Alter, da gibt's aber auch Loot hier. Alter Falter. Was haben wir hier alles gekriegt hier? Ja, nur Crap. Solange ich immer noch, ich sag mal, Platz habe, werde ich den ganzen Crap auch einsammeln. So ist das nicht. Viele würden jetzt sagen so, oh, was willst du denn mit dem ganzen Zeugs? Naja, kann man alles nachher verscherbeln. Keine Ahnung, ob ich Geschicklichkeit brauche. Ist mir auch jetzt erstmal völlig Banane. Für was ist das hier? Glasstern des Bären benötigt. Ach ja, Mensch. Okay. Ach, ich habe ja keinen Dämonenjäger. Ich habe einen Mönch, habe ich ja noch. Stufe 7? Nun, dann könnte ich den eigentlich. Das bringt jetzt nichts, oder? Wenn ich das jetzt. Nicht hinnehmen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Alter, wo willst du denn, wo wollt ihr denn hin? Erstmal unten gucken, Freunde. So, gut. Warum ist denn nicht gerade so laut? Habe ich meinen. Möglicherweise habe ich mein Dings nicht runtergestellt, mein allgemeinen Lautstärke-Ton vom Headset. Muss ich gleich mal nach der Aufnahme mal hineinlunzen. Oh, da gibt's was zum Horchen. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Oh nein. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt, wenn man hier alles Mögliche durcheinander wirbelt. Ich bilde mir jetzt einfach mal ein, ja. Hier waren wir schon drin, ja. Können wir nicht mehr kaputt machen? Gehen wir hier oben. Gehen wir mal hier oben lang. So. Oh, oh, da lachen welche. Ich brauche mehr Zeit. Gott, mit die grünen Hunde hier kann ich ja nicht unterscheiden, wer hier wer ist. Wer kämpft für mich? Sieht gut aus. Hier ist schon mal eine Tür. Kathedrale, Ebene 3. Guck mal, das sieht doch schon
schon eher danach aus, dass das mal irgendwie so ein Palast war, wo mal, keine Ahnung, hochrangige, ich sag mal, Könige gesessen haben. Nicht so wie diese Krypta da, alles da in... So, habe ich jetzt alles? Ne, guck mal, hier unten, den Teil haben wir noch nicht. Ich bin hier, ja. Ja, müssen wir hier erstmal gerade rüber. Braucht mehr Zeit. Gott. Nö. Schade. So. Wir watscheln jetzt nochmal an den anderen. Oder in den anderen Teil. Sind wir hier lang, wa? Ja. Waren wir hier unten schon? Ich glaube ja. Wo kommen wir da überhaupt lang? Werden wir ja sehen. So, hier waren wir noch nicht. Ah, guck mal an. Ah, guck mal an, da haben wir doch was zum Räuschen. So. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Das kommt mir aber bekannt vor. Haben wir das nicht schon mal gehört irgendwie? Die Geister holen euch! Die Geister holen euch. Ich hol euch. So, hier haben wir alles durch, ja? Hier kommen wir her. Hier war jetzt auch ein Schweiter gewesen, ne? Oder? Ne. Können wir noch ein bisschen. Oh! Irgendwas im Inventar neu jetzt? Voll der Crap. Die Hunde, Alter. Voll die krass. Oh. Wo kommen denn die her? Hab ich die etwa nicht angeklickt? Na, anscheinend ja nicht. Guck mal, hier liegen noch mehr. Was ich hier alles übersehe. Er tut mir so leid. Das ist nicht mit Absicht. So, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann Ebene 3 betreten. Und bis dahin haltet mal schön die Ohren steif. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss.